Durch einen angeregten E-Mail-Dialog lernen sich in der Romanadaption Gut gegen Nordwind Emma und Leo immer intimer kennen und es entwickeln sich langsam Gefühle zwischen den eigentlich Fremden. Doch kann man sich nur durch Worte verlieben? Und was soll das für Emmas Ehe bedeuten? Liebe Emma Rothner, darf ich Emmy sagen? Ist das ein virtuelles Freundschaftsangebot? Wenn wir nie etwas Reales teilen, wie lange wird unsere Insel noch ausreichend sein? Im Film stehen sich Alexander Fehling und Nora Tschirner als Unbekannte gegenüber. Sie kannte das Buch bereits und war fassungslos, als sie von den Filmplänen erfuhr. Mein erster Impuls war, als ich gehört habe, es soll verfilmt werden, war ich wütend. Weil ich dachte, das kann man doch nicht visualisieren, was soll denn das? Und ich verstehe halt diese Emmy- und Leo-Komponente, das war so wichtig für Leute. Und dann hat man ja immer ein Kopfkino mit einem Buch. Aber hier haben ja noch mal zwei Leute auch noch Kopfkino miteinander. Und das war schon, ich glaube, wenn ich das vorher nicht gelesen hätte, wäre mir das auch überhaupt nicht so gegangen. Aber hier war einfach so. Doch Regisseurin Vanessa Jobb schaffte das Unmögliche. Unsere Prognose lautet: Gut gegen Nordwind wird ein zeitgemäßes Liebesdrama, das vor allem von den wohlformulierten und perfekt vorgetragenen Dialogen der beiden Hauptdarsteller leben wird. Ein Mix aus Herzschmerz, Scharfsinn und Humor, ganz ohne Kitsch erzählt. Das gibt 4 von 5 Schirmchen.